Und außerdem feiern wir heute den Geburtstag der Queen. Die hat zwar schon im April Geburtstag gehabt, aber da ist meistens schlechtes Wetter. Und diesen Geburtstag, den machen wir jetzt einfach ein bisschen mit. Wir gehen auf die Queen-Parade und folgen der Kutsche. So, wollen wir ein bisschen mitfeiern und vor allen Dingen habe ich einen wunderbaren Gast dazu einladen können. Genau vor 10 Jahren war er schon mal hier. Da war auch ein Staatsbesuch der Queen von England in Deutschland. Und da kam er zu mir, weil er war damals der amtierende englische Botschafter. Herzlich willkommen, Sir Peter Torrey. Sir Peter, vor 10 Jahren waren Sie hier und da durfte ich dann schon voller Stolz verkünden, wir haben einen englischen Botschafter, der in Berlin geboren ist. Wie kam es dazu? In Spandau, ja, nicht das, Berlin. Das ist gut. Also Spandau, sind wir noch genauer. Wie kam es dazu? Weil mein Vater zu der Zeit in der britischen Armee war und er war auf Station in Berlin. Und wir waren in Berlin von 1948, als ich geboren bin, bis 1950. Dann sind wir nach Hamburg gezogen. Wir waren noch mal 2 Jahre in Hamburg und dann sind wir zurück nach England. Das ist ja so das Los eines Botschafters, dass er überhaupt so viel umziehen muss. In welchen Ländern haben Sie überall gearbeitet? Wo haben Sie gelernt? Wo mussten Ihre Kinder in die Schule gehen? Also ich habe meine Frau, die hier ist, in Havanna kennengelernt. Ich war auf Posten in Jakarta, in Washington, in Madrid und zweimal hier in Deutschland. Ich war in Bonn vor 30 Jahren und dann Botschafter in Berlin. Und als Sie damals Botschafter in Berlin waren und es kam zu diesem Staatsbesuch, waren Sie ja mitverantwortlich auch für die Organisation. Und da muss man ja die Queen irgendwie auch mal sprechen und sie nach ihren persönlichen Wünschen fragen. Stimmt es, dass jeder Botschafter zu einem mindestens 20-minütigen Tee eingeladen wird? Wenn man Botschafter ernannt wird, haben die diese sehr schöne Gewohnheit. Man ist eingeladen und man hat ein Gespräch unter 4 Augen mit der Königin. Und es lohnt sich immer, weil die Königin ist Staatsoberhaupt seit 63 Jahren. Sie hat eine Menge politische Erfahrungen sammeln können. Und ich kann mich erinnern, als ich nach Spanien ging, hat sie mir eine Reihe von Ratschlägen über den König Juan Carlos gegeben. Und als ich nach Berlin kam, hat sie mir auch viele Einblicke über Deutschland geben sie können. Sie gilt als sehr neugierig. Ist sie auch. Also sie war wie Sie sagen, auf Staatsbesuch hier vor 10 Jahren. Und es war sehr beeindruckend, wie viel Interesse sie gezeigt hat für alles. Und ein Beispiel zu nennen, wir haben den Besuch zu der Zeit mit einer Konferenz angefangen in der Botschaft über Klimawandel. Das ist alltäglich heutzutage. Zu der Zeit war es ziemlich neu. Sie hat 20 Minuten mit verschiedenen Wissenschaftlern gesprochen. Dann ist sie 2 Tage auf dem Programm gewesen. 2 Tage nachher, am Abend, haben wir ein Konzert in der Philharmonie organisiert. Es waren 2 Wissenschaftler. Unter 2000 eingeladene Gäste. Sie haben die beiden sofort erkannt, bei Namen genannt. Und das Gespräch, was sie vor 2 Tagen angefangen hat, fortgeführt. Also nicht nur neugierig, sondern hat auch ein gutes Gedächtnis. So ist es. Haben Sie ihr denn was zum Geburtstag geschenkt? Nein. Nee, das wäre Les Majestés, würde ich sagen. Aber sie ist eine wirklich sehr nette Person. Also sie ist die Königin, selbstverständlich. Man kann sie nicht dann
an die Schulter klopfen. Oder mindestens würde ich das nicht empfehlen. Also falsch wäre jetzt, wenn man neben ihr herlaufen würde und fragen würde, machen Sie mit mir ein Selfie? Das wäre auch nicht zu empfehlen. Aber sie ist sehr umgänglich, sie ist sehr offen, sie ist sympathisch. Man muss selbstverständlich einen gewissen Respekt vorzeigen. Aber das tut man, das tut jeder. Also wenn man sie begrüßt, die Frau macht einen kleinen Knicks, der Mann macht einen Diener und dann ist alles in Ordnung. Ja, und zum ersten Mal, wenn man mit ihr spricht, sollte man Your Majesty sagen oder Ihre Majestät und danach nur Ma'am geht. Madam, kurz für Madam. Your Ma'am. Die Königin feiert heute Geburtstag. Obwohl der Geburtstag ja im April war. Hat das tatsächlich mit dem schlechten Wetter in England zu tun? Ja, ja. Da haben die Verantwortlichen für Kutschfahrten und Paraden gesagt, wir verlegen das, wenn es ein bisschen besseres Wetter ist. Das ist immer so gewesen. Also seit in den letzten 63 Jahren hat sie immer im Juni gefahren. Das bedeutet nicht, dass das Wetter notwendigerweise besser ist. Aber wir haben bessere Chance, weniger Regen zu haben. Ich habe mir vorhin diese Kutschfahrt mal angeschaut und da sitzt eine Frau, die ist 89 Jahre alt. Neben ihr sitzt ihr Mann, Prinz Philipp, der ist 94 Jahre alt, trägt eine Mütze, von der man das Gefühl hat, die wiegt 10 Kilo. Das heißt, das ist ja auch eigentlich wahnsinnig anstrengend, so eine öffentliche Feier durchzustehen. Also die beiden sind wirklich bewundernswert. Also ich verstehe nicht, wie sie es schaffen. Also der Prinz Philipp, wie Sie sagen, er ist eben 94, er läuft ohne Stock. Er ist immer da, wenn die Königin ihn braucht. Und die Königin mit 89, sie wird ein sehr anstrengendes Programm hier in Deutschland unternehmen. Also all die üblichen Elemente eines Staatsbesuches. Es ist wirklich bewundernswert und sie läuft, also sie läuft die Treppe hoch und sie fährt nicht mit dem Fahrstuhl zum Beispiel. Bevor sie zurückfliegt, hat sie sich selber gewünscht, sie möchte gern das Konzentrationslager Bergen-Belsen besuchen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Engländer damals die armen Menschen dort befreit haben. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass sie nie ein KZ gesehen hat. Und sie möchte mal in ihrem Leben ein KZ sehen. Weil, wie die Bundeskanzlerin selbst gesagt hat, bei der Aktivitäten vor kurzem in Belsen, also es ist notwendig, diese Dinge nicht zu vergessen. Man hat das Gefühl, dass die Deutschen die Queen ganz besonders mögen. Ist das umgekehrt auch zu vermerken? Dass die Briten die Deutschen mögen? Nee, dass die Königin die Deutschen mag? Sie hat eine enge Verbindung zu Deutschland, das stimmt. Also vergessen Sie nicht, dass die Dynastie, jetzt House of Windsor, bis zum Ersten Weltkrieg Haus von Sachs-Gotha war. Also ein sehr deutscher Name. Der Prinz Philipp insbesondere hat deutsche Verwandtschaft. Er spricht gut Deutsch. Ich weiß nicht, ob sie Deutsch spricht. Ich habe es nie gehört. Aber er schon. Und, also ich hatte mal das große Vergnügen, mich mit ihm zu unterhalten. Er spricht perfekt Deutsch. Ja, okay. Nee, und die kommen gerne. Und die Tatsache ist, dieses Mal wird es sie kommt zum fünften Mal auf Staatsbesuch. Das ist nur mit Frankreich passiert. Und das zeigt erstens, dass die Königin sehr gern nach Deutschland kommt und zweitens, dass Deutschland heutzutage für Großbritannien der wichtigste Partner in Europa ist. Sie haben ja selber damit sehr engagiert gearbeitet, dass das Verhältnis zwischen Großbritannien und Deutschland immer besser wird. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind? Absolut. Also ich bin gefragt worden vor kurzem, es ist mir gesagt worden, ich habe vor 10 Jahren gesagt, dass die Beziehungen nie besser waren, würde ich das immer noch heute bestätigen. Und ich glaube schon. Und wir haben es vor kurzem gesehen, als der Premierminister hier war mit der Bundeskanzlerin, um über die Verhandlungen über Europa zu sprechen, hat die Bundeskanzlerin sich sehr positiv geäußert. Und wir haben das Gefühl, also
Deutschland ist für uns der wichtigste Partner. Ja. Aber Ihr Premier will ja jetzt ein Referendum und will ja wohlmöglich dafür sorgen, dass Großbritannien aus dem europäischen Zirkel ausbricht. Was glauben Sie, was da auf uns zukommt? Er will das nicht. Er will das Problem, diese ständige Debatte, die wir in Großbritannien haben, ein und für einmal, für allemal beenden. Und die Idee des Referendums ist diese, also Schluss zu machen mit dieser Diskussion. Im Grunde genommen, für die meisten Briten ist es vollkommen egal, ob wir, also Europa ist kein großes Thema, es ist wie in Deutschland. Die Leute sind nicht jede Stunde über Europa besorgt. Sie haben andere Probleme. Und es ist so in England. Das Problem in England ist Migration. Wir haben in den letzten 10, 12 Jahren enorm viele Migranten aus Europa bekommen. Ich finde es gut, wenn Leute nach England kommen wollen, um zu arbeiten. Und eine Menge haben das getan. Sie haben enorm viel beigebracht für unsere Wirtschaft. Was wir weniger gut finden, ist die Leute, die kommen, um bessere Sozialhilfe für sich selbst auszusuchen. Und Freizügigkeit der Personen bedeutet nicht, so die Chance zu haben, die beste Sozialhilfe für sich selbst auszusuchen. Jetzt sind Sie ja noch ein verhältnismäßig junger Politiker, aber Sie sind jetzt nicht mehr Botschafter. Was machen Sie eigentlich aktuell? Wo werden Sie eingesetzt? Schickt die Königin Sie noch irgendwo hin? Leider nicht. Nein, ich bin in Berlin. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns entschieden, meine Frau und ich in Berlin zu bleiben. Ich arbeite als Berater für verschiedene Firmen. Also was Herr Schröder für Herrn Putin macht, das machen Sie jetzt für andere Leute. Wenn das nur der Fall wäre. Er ist viel besser bezahlt als ich. Aber ich versuche ein bisschen, britische Firmen zu helfen, die ihre Aktivitäten besonders hier in Deutschland ausbreiten wollen. Und Deutschland ist für uns der größte Exportmarkt, nach Amerika der zweitgrößte Exportmarkt auf der Welt. Wir importieren mehr aus Deutschland als aus jedem anderen Land der Welt. Also die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind stark, sind wichtig. Und ich hoffe, dass wir mit Hilfe der Deutschen dieses Problem Europas ein für einmal lösen können. Noch einmal zum Schluss ganz schnell auf die Königin zurück. Von Abdankung kann doch da überhaupt keine Rede sein. Sie begründen das damit, dass diese Frau so voller Disziplin ist, dass sie über sowas gar nicht nachdenkt. Und Sie sollten auch unsere Geschichte nicht vergessen. Es ist mal passiert, 1936. Edward VIII. Ist weg wegen seiner Verlobte. Und das hat zu einer Krise für die Monarchie geführt. Und ist der Grund, warum die Königin Königin ist, weil ihr Vater dann König wurde und deswegen war sie Nachfolgerin. Und sie wird die Monarchie in so einer Situation nie wiederbringen wollen. Und sie ist, wie Sie sagen, pflichtbewusst. Sie wird es machen bis zum Schluss. Sir Peter, wir leben hier in einem Landstrich, der vor allen Dingen durch die deutsch-französische Freundschaft geprägt ist, weil die ja hier zum Teil auch ihre Wurzeln gefunden hat. Wenn ich Sie so höre, dann habe ich das Gefühl, dass die deutsch-englische Freundschaft durchaus immer weiter wächst und darüber freue ich mich sehr. Ich bedanke mich, dass Sie zu uns gekommen sind, wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit all den englischen Firmen, die Sie bei uns ansiedeln. Vielen Dank. Sir Peter Torrey, danke schön. Danke.